Hallo und willkommen zu, ja, Tanky Online spielen wir an. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Oh, ich muss erstmal rein. Ist mich tot. So, jetzt können wir uns bewegen. Hallo und willkommen zu Tanky Online. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Ich habe nur irgendwie dieses Vorgeplänkel da schon mal gespielt. Und ich habe einen Kill. Werde ich gekillt. Nein, der muss nachladen. Oh, schade. Ja, irgendwie startet man auf so einer offenen Welt nach dem Account erstellen. Und die ballern alle direkt auf mich. Das ist doch voll gemein. Ja, killt mir mal eher, klaut mir mal eben den Kill und killt mich dann auch noch. So, in so einem Tutorial, das ich gestern schon mal angespielt hatte, hat man auch noch andere Waffen bekommen und sowas. Ich denke mal, das kommt dann hier mit der Zeit. Vor allem das Wegfahren habe ich nicht so drauf. Ja gut, man muss ja erstmal üben. Ah, und rechts zählt auch eine Zeit runter. Das ist vielleicht die Zeit, die das Match hier noch dauert. Bam, den habe ich mir gegönnt. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich will's haben. Nein, du tötest mich nicht. Nein, böse. Ja, zwei Flammenwerfer-Typen auf einmal. Die haben auch noch die gleiche Tarnung. Die spielen bestimmt zusammen. Er ist jetzt auch nur... Naja, was heißt Testaufnahme? Wenn es natürlich klappt, lade ich das so auch hoch. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der den Sound vom Spiel aufnimmt. Wenn er das nicht tut, werde ich es natürlich nochmal neu hochladen. Nochmal neu aufnehmen müssen. Weil ich kann euch ja schlecht was ohne Sound präsentieren. Ich mach vorher nicht. Bam. Hab ich den bekommen? Panzer vernichtet. Jawoll. Sorry für die Hüsterei zwischendurch, aber ich bin immer noch etwas erkältet. Nein, 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 lass mich durch. Ich bin Arzt. Also an sich muss ich sagen, das Prinzip ist schon ziemlich lustig. Ich denke, ich kann mir nachher noch Upgrades kaufen. Aber wahrscheinlich muss ich erst mal ein Ding fertig fahren. Immer kommt einer von hinten. Ich schieße aber gar nicht nett. So, was ist denn auf C? Kann ich auf C auch geradeaus fahren? Nö. Jetzt schießt er vom Arsch der Weltwehr auf mich. Ich kann hier nichts machen, weil die Steuerung ein bisschen limitiert ist. Und er tötet mich jetzt. Und er lebt halt einfach noch. Oh, da war was gedroppt. Lass mich fahren, lass mich fahren, lass mich fahren. Ich will das haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es haben. Rot, das könnte eine neue Waffe sein. Würde ich natürlich feiern. Also hoch und runter zielen scheint er automatisch zu machen, wenn du in die Richtung von dem Gegner guckst. Lass mich fahren! Da bist du jetzt sehen. Nein, okay, tut er nicht automatisch. Sterbe. Stirb. Verrecke. Verrecke? Ja, natürlich. Hä? Wieso steuert er zum Gang? Achso, na klar, wenn man rückwärts fährt. Braucht man sich nicht wundern. Yay, AFK-Kill. Hauptsache XP.
Nein, 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 nein. Lass du mich in Ruhe. Hey, wie viel Leben hat der denn? Also ich brauche unbedingt eine neue Waffe. Aber vorgeschlagen wird das Spiel von Mori. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das schon ein bisschen so Potenzial hat. Gib mir den Drop. Ah, und links ist noch ein Chat. Ich weiß noch nicht, wie ich chatte. Die kommt dann auch noch irgendwann. Muss ich mich, glaube ich, reparieren. Jawohl, dann holen wir uns das rote Ding auch noch. Mein Feuertyp, die geht weg. Oh, Kreuzung Deathmatch. Ach so, das sind jetzt immer hintereinander Schlachten. Ah, ja, das macht sogar Sinn. Oben läuft so eine Art XP-Balken. Glückwunsch! Du hast einen neuen Rang erhalten. Bam. Ist zwar so ein bisschen lame, hier die AFKler abzuschießen, aber das ist mir egal. Der macht mich eh wieder platt. Jawohl, Alter, das Schild bringt viel. Von Wer will Team? Was sind das denn für Bussis? Hier wird nicht geteamt. Ey, der war doch auch fast tot. Verreck doch, du Hund. Komm ich wieder am Arsch der Welt raus? Ja, aber klar. Boah, ballert mich von zwei Seiten. Das ist ein bisschen blöd, dass man hier gegen Leute mit so overpowerten Waffen reinkommt. Ja, versteckt sich halt wie so eine Pussy. Warte, der hat eine Art Railgun. Blauen Kugeln da scheinen irgendwie richtig stark zu sein. Stell dich wieder auf die Ketten mit dem Rückstoß Schuss, oder vernichte dich selbst durch die Mehrtaste entfernen. Ah, auf C setzt er den zurück, den Turm, okay. Nein, okay, entfernen. Ich kann nichts anderes machen. Jetzt müsste man nur noch wissen, was die Power-Ups bringen und überhaupt und hin und her und so. Sniped, Bitch. Ey, das war meiner.
Und? Ah, Schaden, zu spät. Ah, die gehen wieder alle auf den Kleinen. Also die Team hier wie so Pussys. Der Chat von Rang gefreit dazu. Oh. Ich kann doch nicht mit denen flamen. Schade. Natürlich klaut er mir den. Na ja gut, wenn die Schlacht rum ist, werden wir uns mal in die Menüs da oben begeben. Weil es muss ja noch mehr geben, als einfach nur rumzufahren und zu ballern. Also man muss ja irgendwo in das Upgrade-Menü oder so kommen. Hatte kennen irgendwie. Statt Feuer kommt aber da anderes raus. Aber Punkte kriege ich scheinbar wirklich nur für Kills. Das ist auch ein bisschen schade. Chill ist immer gut. C drücken, richtet uns wieder aus. Ach, wir können nur so und so weit schießen. Jawohl. Habe ich ihn bekommen? Ich weiß es nicht. Den habe ich aber bekommen. Wäre natürlich richtig Premium, wenn wir das Level Up noch kriegen. Danach, wie das hier noch läuft. Haha, du hast mich nicht bekommen. Nein, nein, lass mich nochmal. Jawoll! Ach, natürlich, ihr geht alle auf mich, ja. So sieht das also aus. Er leckt sich hier erstmal was zurecht. Wo kommst du denn her, du scheiß Lagger? Also gerade habe ich auch so Punkte bekommen, obwohl ich den nicht gekillt habe. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Game. Ich hoffe, die Schlacht ist jetzt mal rum. Ah ja, noch eine Minute dauert. Da hat wer Level Up.
das war jetzt nicht so gut. Punkte. Natürlich, ich werde wieder von mehreren angeschossen. Na warte, Yuka, dich schnapp ich mir. Damage oder was? So, da ist das Deathmatch auch vorbei und wir klicken auf Verlassen. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Glückwunsch! Sie können nun folgende Items in der Garage kaufen. Tarnung, Tarnung, Tarnung. Neues Chassis. Und eine Railgun. Du erhältst hiermit dein ersten Tagesgeschenk. Ein 24-Stunden-Abo. Aha, so, jetzt gehen wir hier mal in die Garage. Die kann ich alles schon kaufen. Es ist nur die Frage, was kann ich damit machen? Da stehen Werte. Ah, und den kann man noch upgraden. Da verbessern, okay. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ich habe den Hunter-Chassis und das hier ist der Wasp-Chassis. Jetzt müssen wir nur wissen, was das alles bedeutet. Das eine wird die Geschwindigkeit sein, also der hier ist schneller. Der erste ist wahrscheinlich die Lebenspunkte, das heißt, der hat weniger Leben. Wiegt weniger, ist schon mal, ne? Nur das weiß ich nicht, was das ist. Wahrscheinlich Strom oder so. Ah, der Damage, 16 bis 20 pro Schuss. Soll. Mehr Informationen im Wiki. Ich habe jetzt keine Lust mehr, das Wiki durchzulesen. Das ist auf jeden Fall der Flammenwerfer. Der geht ran und die Gegner sterben. Das hier ist diese Doppelwaffe, mit der die da alle ballern. Railgun ist eigentlich am sinnvollsten, aber du kannst halt Leute nicht one-shotten. Man hat 74 Schaden, der hier hat 105 Leben, sagen wir jetzt einfach mal, wenn das das Leben ist. Den kleinen hier könnte man natürlich one-shotten. Kaufen. Ja. Ich würde jetzt den Titan fahren. Gut, darauf will ich die Railgun haben. Kaufen. Ja. So, jetzt haben wir uns mal ein Fahrzeug zusammengestellt. Farben, egal. Will ich Feiertag oder will ich grün? Machen wir mal Feiertag. Juhu. Was? Profischlacht?
Okay, gehen wir mal auf Schlachten. Ah, jetzt muss ich mir eine aussuchen. Hä? Alles auf einer Ebene. Ah, ist nicht eine Ebene, schade. CTF wollen wir nicht. Bubenbox. Oh komm, der Sandkasten sah nicht ganz okay aus. Gehen wir da einfach mal rein. Spielen. Ausgezeichnet, weißt du, wie man Schlacht hat? 200 Kristalle. Lass mich nur noch treffen. Ah, okay. Das muss man ja auch erstmal wissen. Der schießt also nicht direkt, sondern du musst hinterher zielen. What? Da habe ich daneben geschossen. Wieder daneben geschossen. Da hat einer getroffen. Problem ist, du weißt ja nicht, ob du getroffen hast. Ich meine, das sagt dir ja keiner. Doch, das erzählt dir keiner, ob du getroffen hast. Das müsste ja irgendwo stehen. Das müsste ja irgendein Anzeichen haben. Damage-Indikator oder irgendwas. Und das, finde ich, fehlt. Definitiv. Ist schon mal ein kleiner Mangel an dem sonst so lustigen Zeitvertreib hier. Ja, du bist auch Raygun, oder? Ich mach dich krankenhaus aus. Schade. Ich will es auf jeden Fall mal treffen. In der Theorie hat sich die Waffe so geil gelesen. Das habe ich wahrscheinlich mit dem Fahrzeug ausgesucht, in Kombination, dass es einfach zu schwerfällig ist. Dann versteckt sich wie ein Busch. Vernichtet? Nein, er steht noch hier. Jetzt habe ich ihn vernichtet. Ah, okay, ich schieße durch. Das erklärt, warum ich keinen Indikator bei einzelnen Treffern sehe. Zwei Treffer ist aber so ein anderer Dicker kaputt. Das ist schon mal gut zu wissen. Könnte daneben gewesen sein, könnte aber auch ein Treffer gewesen sein. Aber das, was er hat, ist sinnvoller. Also so ein kleines Chassis. Einfach nur schießen, schießen, schießen. Mal gucken, wie lange das dauert, bis ich mich mal gedreht habe. Halt auch sau easy zu treffen. Sorry. Ja, natürlich. Man fällt einfach vorher um. Ist okay. Geil wäre natürlich, wenn die erste Kanone, wenn man die in Upgraded irgendwie hätte. Also, dass man einfach eine stärkere Single-Shot-Kanone hat. Ich habe ihn zweimal getroffen und erlebt noch. Das ist aber nicht nett. Aber von den Preisen her, die das fürs Upgraden und so zu benötigen, die man benötigt, ist es auf jeden Fall ein sehr zeitintensives Spiel. Also, man muss viel gespielt haben, um da wirklich sich Upgrades leisten zu können. Was ist denn Schlachtfeld Fox?
war jetzt nicht nett von dir gewesen, Junge. Und ich schieße noch daneben. Bob wäre ein fucking Freakle gewesen. Und jetzt steckt er schon der Ecke fest. Was, Schlachtverfolgung gibt's als Bonus oder wie? Für seine Taten. Ja. Kreuzung hatten wir jetzt. Guck mal, Boombox. Sandal. Oha. Da hat er richtig viele Ecken und alles. Gehen wir nochmal in die Garage. Kaufe Kristalle für echtes Geld. Beim ersten Kauf gibt es... Ich glaube nicht, dass ich echtes Geld dafür ausgebe. Alhüde-Spiel hast du dich geschnitten. Aber man braucht auf jeden Fall gewisse Ränge zum Upgraden. Damit nicht ein Noob kommt und sich das Spiel direkt kauft und keine Ahnung. Das ist schon mal gut. Aber der Titan ist ein bisschen zu schwerfällig. Ah, das ist die Power, nicht der Speed. Das könnte der Speed sein. Oder aber das. 7,5, das wird weniger. Ich würde mehr. Boah, gehen wir mal davon aus, dass das hier der schnellste ist. Kaufen wir den mal. Ja, das ist dieses kleine Kackding, womit der andere gefahren ist. Das sieht doch schon gut aus. So, eine letzte Schlacht. Schlachten. Capture. Hä, Punkte capturen oder was? 5 gegen 6. Steht aber nicht, was man bekommt. Achso, das steht nirgendwo, okay. Noch 5 Minuten, ja, spielen wir da mal den Rest mit. Nochmal eine neue Map und ein neuer Modus. Was haben wir denn hier oben noch? Freundschaftsdinger. Das sieht nach Optionen aus. Aber dafür, dass das so alles im Browser ist, ist das schon mal eigentlich nicht schlecht, muss man so sagen. Ja, capturen. Also du musst wahrscheinlich in der Nähe dieser Punkte stehen. Warum bekommst du Punkte für dein Team? Aber es sieht so aus, als wäre ich in einem AFK-Team gelandet, was natürlich wunderbar ist. Können natürlich hochschießen, ich aber nicht. Dann fahre ich einfach mal weg, ne? Und so brumm brumm kann man ja mal machen. Alter, macht der Damage. Ah ja, ich habe ja jetzt noch viel weniger Leben wie eben. Jetzt ist wahrscheinlich nichts mehr mit mal zweimal schießen können pro Leben. Egal, töten müsste ich ihn jetzt. Außer ich fahre gegen eine Wand! Nein, warum hab ich denn jetzt gegen die Wand gefahren? Und jetzt hat ihn mir wer geklaut. Neuer Rang. Juhu. Ich schieße nur daneben. Das muss ich nur üben.
Nein, er war schneller wie ich. Verdammte Axt. Einmal hatte ich ihn schon getroffen. Wir haben den Punkt A verloren. Es gibt irgendwie nur Punkt A, glaube ich. Eine Minimap wäre was Geiles. Sogar knapp, wir können noch gewinnen. Ich glaube, ich habe beide getroffen. Den habe ich auf jeden Fall getroffen. Jetzt werde ich aber gekillt. Nein, lasst ihn nicht capturen, Leute! Spielt den Mod! Spielt den Mod! Fahrt einfach zu dem Punkt hin. Hab ich gerade selber nicht gemacht, Idiot, ich weiß. Das war daneben. Er lebt noch. Oh, dafür habe ich zu wenig Leben. Das ist schon kacke. Punkte. Ich habe natürlich die meisten Punkte, obwohl ich nur das halbe Spiel drin war. GG. Egal. Also Punkte gibt das gut. Was? Für dich wurde der Versorgungsgegenstand Beschleunigung freigeschaltet. Ah, okay. Und Hornet. Ich wusste gar nicht, dass da noch mehr kommt. Auch nach dem Auftreffen explodieren. Okay. Das heißt, das ist so wie Smokey, nur wenn man Damage. Mittlere und große Range. Mittlere Reichweite. 16 bis 20. Oder ist das vielleicht der Damage? Oder das? Man weiß es nicht. Naja, whatever. Das war auf jeden Fall mal ein kleines angespielt. Ja. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Also es haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber so für ab und zu kann man es mal zocken. Ja, das ist, denke ich mal, ein gutes Fazit. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.